Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Zu einem neuen Let's Play von mir, von Elcrib. Und zwar zu Ion Free-to-Play, die Free-to-Play-Version von dem MMORPG Ion. Und ich will mich gleich mal einloggen, damit wir gleich voll durchstarten können. Ja, die nehmen wir natürlich wieder an, die Nutzungsvereinbarungen. So, jetzt bauen wir uns erstmal einen Charakter in Ion. Also, erstmal ein paar Sachen vorweg. Es gibt zwei Charakterarten bei Ion. Es ist ein recht, ja, eins von den typischen MMORPGs, also schön mit Aufleveln und verschiedenen Charaktertypen und auch verschiedene Klassen. Wir haben hier die Wahl zwischen Asmodian und den Elios. Asmodier, die leben in der unteren Hälfte, also nee, im Dunkeln der oberen Hälfte unserer Welt. Und die Elios sind quasi die Himmelskrieger und also die Guten eigentlich, und die sind quasi die Bösen, so vom rein Logischen. Aber in dieser Geschichte kämpfen sie beide gegen eine andere Klasse, die zwischen beiden steht, so diese bösen Monster. Und wir können leider nur die Elios nehmen, weil ich schon mal mit Elios gespielt habe, und wenn man das einmal getan hat, kann man nicht einen Asmodia erstellen. Aber das ist, denke ich, das tut unserer Spielkunst keinen Abbruch, weil die Elios sowieso viel besser sind, finde ich. Dann haben wir die Wahl zwischen Priester, Priesterin oder Magier, Magierin oder Speer oder dem Krieger. Ich nehme aber einen Speer, einfach weil ich ihn sehr gerne nehme. Ich habe auch schon mal getestet, ja, einmal mit einer Speerin allerdings. Aber wie gesagt, den Speer mag ich einfach lieber von hinten mit dem Bogen. Und ja, ist nicht direkt so im Kampfgeschehen. Also ist natürlich im Kampfgeschehen direkt, aber ist nicht so die Gruppe, die gleich vornherein umkippt. Und ja, in dieser Folge werde ich mich erstmal ganz auf die Charaktererstellung spezialisieren. Suchen wir uns erstmal ein grundsätzliches Gesicht, ist ja eigentlich wurscht, weil ich das sowieso hier über die Einstellung machen will. Und ja, da gucken wir uns erstmal die Statur an. Also ein Schlanker natürlich, soll natürlich so etwa sein wie kindlich. Lachsig. Nein, bullig. Standard. Ich glaube, den immer. Den Schlanken. Das passt doch ganz gut. Soll ja so ein bisschen sein wie ich natürlich. Erstmal den Charakternamen überprüfen, ob der überhaupt passt. Das passt doch super. Klasse. So, jetzt gucken wir aber erstmal ins Gesicht rein. Also, ich hoffe mal, dass euch Spaß macht. Erstmal suchen wir hier eine andere Frisur. Oh, einen schicken Afro wäre doch auch mal was. Also ich will jetzt in dieser ersten Folge erstmal die Charaktererstellung machen. Da kann sein, dass die vielleicht auch sogar ein bisschen länger als die 15 Minuten dauert, die ich ja immer so gerne vorschlage. Aber ich wollte das halt in einer Folge durchbringen, weil das ist ja noch mit das Uninteressanteste. Obwohl wir natürlich ja die ganze Zeit mit dem Charakter leben müssen dann, ne? Aber ich dachte mal, das muss erstmal in einer Folge durch, und damit wir uns dann in der nächsten gleich auf die Kämpfe dann konzentrieren können. Das passt doch einigermaßen. Das würde auch passen. Ich glaube, das muss ich nehmen. Das sieht eigentlich so recht ähnlich aus. Naja. Ja, soweit jedenfalls. Dann in den nächsten Folgen wird es dann gleich losgehen. Ich werde Ion in mehreren Staffeln machen. Also ich werde erstmal bis Level 10 hochschrauben. Also wir werden uns bis Level 10 hocharbeiten. Und dann werde ich erstmal eine Pause einlegen, was das Let's Play angeht. Das kommt daher, dass ich einfach das nicht eins durchspielen will, weil es ja sowieso quasi ein unendlich Spiel ist. Und da will ich dann schon das in mehrere Abschnitte teilen, weil sonst auch vielleicht langweilig werden würde. Und das finde ich einfach besser, wenn das irgendwie
in mehreren Teilen ist und nicht alles am Stück. Also wir werden bis Level 10 machen, das wird, denke ich mal, so 20, 30 Folgen vielleicht in Anspruch nehmen. Und dann gibt es erstmal wieder eine kleine Pause und dann kommt erstmal wieder was anderes. Ja. Auf jeden Fall, ich hoffe, es wird euch einigermaßen gefallen. Die Musik finde ich auf jeden Fall schon mal episch. Episch super. Und wäre ja ganz schön, wenn euch das gefallen würde. Und wenn ihr das mir auch natürlich in die Kommentare schreibt, dass euch das gefällt oder auch nicht. Ja, ich muss mich jetzt ja hier erstmal irgendwie auf das konzentrieren, was hier so passiert. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwie sieht er mir noch gar nicht aus. Naja. Was soll's, das passt alles schon. Lächeln, hier, lächeln wir mal, ne? So, ein bisschen muss das sein. Falls ihr euch wieder ein bisschen über mich wundert, ach, der hat einen Zopf hin. Das merke ich jetzt erst. Ja, dann geht das natürlich überhaupt nicht. Mit dem Zopf hier ist das natürlich verloren. Nee, Zopf habe ich ja nicht, das brauchen wir nicht. So, dann müssen wir doch nochmal die hier lieber nehmen. Die passt ja auch einigermaßen, ne? Ja, passt super. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird schon alles so werden. Also, ich finde das Spiel echt recht cool soweit, weil es einige Möglichkeiten gibt auf jeden Fall. Man kann halt ja erstmal die verschiedenen... Die verschiedenen Klassen natürlich. Da haben wir jetzt natürlich nicht ganz so viel Freiraum, weil wir uns nur noch zwischen zwei entscheiden können als Speer. Aber ich denke mal... Oh. Aber ich denke mal, es wird auch nicht so das Problem sein. Es ist eigentlich auch recht cool, dass man so... Es gibt auch Sammelfähigkeiten. Und bei diesen, also das heißt man, es ist nicht nur alles direkt aufs Kämpfen beschränkt, sondern auch auf das Sammeln. Und das Sammeln ist eigentlich auch ziemlich wichtig, wie ich finde. Weil man da ein paar Rohstoffe dann hat, die man dann, auf ein, oh, ja, einen coolen Bart können wir uns natürlich auch noch machen. Weil man halt mit diesen ganzen Sachen, die man sammelt, paar Sachen sich zusammenbasteln kann. Zum Beispiel Tränke oder einfach irgendwelche Sachen, die ja die Level verbessern, die Kampffähigkeiten. Man kann sich zum Beispiel auch verwandeln. Man kann sich irgendwelche Sachen kaufen, mit denen man sich dann verwandeln kann. Was ich auch ganz schick finde. Und Schultern weiter. Also, ihr werdet ja sehen, wie es wird. Diese erste Folge ist, wie gesagt, also ich bin jetzt auch etwas konzentriert auf das Erstellen hier. Ich denke, was meine sinnvollen Sprechsachen dann angeht, ist es ja auch erst mein zweites richtiges Let's Play, was ich anfange. Wenn man jetzt mal Minecraft als Let's Show außen vor lässt, bin ich natürlich noch nicht so der Vollprofi, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall wieder spannend werden und es ist auch ganz nett gemacht. Es gibt sehr viele Quests, die wir dann natürlich alle angehen werden oder möglichst viele. Na, hier kommen hier schön Unterhemdchen durchlaufen. Nee, so voll. Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, das nehmen wir. So, Stimme. Müssen wir auch nochmal gucken. Ha! Auf diesen Moment habe ich gewartet. Nee, den nehmen wir nicht. Harte Stimme. Macht schon. Versüßt mir den Tag. Sie sind keine Herausforderung für mich. Die können natürlich auch für Atreia. Ja, ich glaube, Jungen wahrscheinlich, ne? Ihr könnt mir vertrauen. Ja, ist wahrscheinlich so. Oh, kaltschnäuzig. Aus dem Weg, oder ihr werdet es bereuen. Kaltschnäuzig finde ich natürlich auch ganz cool. Wäre natürlich auch witzig. Aber ich glaube, wir nehmen einfach die Junge. Einfach, weil ich auch selber ja noch jung bin. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Sprechen wird er eh nicht so viel. Deshalb ist das... nicht so problematisch. Gut, also, wir haben jetzt einen Charakter soweit. Ich denke mal, es passt ja einigermaßen jetzt. Sieht noch nicht ganz so aus wie ich, aber naja, das passt schon.
Nasenhöhe. Fangpick. Könnte noch ein bisschen rumfeilen, aber naja, es soll ja auch nur so ein bisschen so aussehen. Und deswegen, ich denke mal, es wird schon ganz gut sein. Wir sind sogar Tatsache noch unter den 15 Minuten, ist unglaublich. Auf jeden Fall Elios Speer. Finde ich schon mal gut. Und falls ihr es, vielleicht habt ihr es ja gemerkt in dieser Folge, ich weiß es ja nicht, ich habe mir ein neues Headset gekauft mit neuem Mikrofon natürlich dran. Ich weiß jetzt allerdings nicht so direkt, wie es ist. Ich habe es ein paar Mal ausgetestet. Ich habe jetzt nicht so den wahnsinnigen Vorteil gegenüber meinem alten gesehen oder gehört, besser gesagt. Und ich hoffe einfach, dass es sich irgendwie ein bisschen einspielt, sage ich mal. Dass es doch einigermaßen gut ist von der Qualität, von der Soundqualität. Mein altes war ja auch insofern noch einigermaßen gut. Aber im Notfall tausche ich das Ding halt wieder um. So, jetzt haben wir hier ein Speer. Ja, im Vorbild siehst du ja super aus. Und jetzt können wir theoretisch gleich voll durchstarten. Aber das möchte ich natürlich noch nicht tun. Das war hier übrigens meine andere... Nein, andere Charakter. Ja, ich habe eine Frau gespielt. Ja, auch als Jägerin. Stufe 11 bin ich gekommen. War eigentlich recht spannend, so da hochzusteigen. Ist ganz lustig gewesen. So vor allem auch die Technik, weil die Jäger können zum Teil auch mit zwei Waffen kämpfen. Finde ich auch cool. Und natürlich mit Bogen. Und es gibt auch einige Magiefähigkeiten, die auch einsetzen können, wie halt so kritische Schläge oder parieren und abwehren und kontern, sowas. Gibt es natürlich auch bei anderen MMORPGs, wo ich mich immer wieder frage, wer diesen Namen eingibt. Aber bei dem hier, finde ich, ist das alles ganz nett gemacht auch. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht so viele gespielt, deshalb kenne ich mich nicht so damit aus. Aber es ist auf jeden Fall ganz nett gemacht soweit. Auch die unterschiedlichen Regionen, es gibt halt auch verschiedene Themengebiete wieder. In einer Region gibt es dann halt mehr Tiere, in anderen mehr Monster. Dann gibt's, ist halt alles auf Strand oder auf Meer, dann auf Wald abgepasst. Dann gibt es auch irgendwo ja so menschenähnliche Wesen, gegen die wir kämpfen müssen. Das ist halt alles diese Mittelregion, die zwischen Elios und Asmodia war es, glaube ich, zwischen denen halt ja sich eingenistet hat. Das sind halt die Bösen, gegen die beide kämpfen. Wir werden aber hier in der Oberwelt nie Asmodian begegnen. Ich weiß nicht, wie es im späteren Verlauf ist. Da kann es natürlich dann sein, dass man vielleicht irgendwie mal in den anderen Teil der Welt reisen kann, zu den Asmodian runter. Bislang bin ich allerdings so weit nicht gekommen. Kann sein, dass ich auch nicht mehr hinkommen werde. Auf jeden Fall werden wir in unserer ersten Staffel da nicht hinkommen, weil das geht bis Level 10 und dann werde ich erstmal Schluss machen. Ich habe mir überlegt, so immer 10 Level und ab Level 10 wird es dann auch richtig hart, weil da habe ich für das eine Level hier bei ihr, bei Aranera, habe ich da auch, ich glaube, das waren 2 Spielstunden Minimum oder so, bis ich da hoch war. Gut, ich muss auch sagen, ich habe nicht ganz so viel gekämpft, aber es war auf jeden Fall viel. Na gut, bevor ich jetzt noch weiter rum erzähle, möchte ich einfach die Folge beenden und in der nächsten Folge starten wir dann voll durch, um ja, aufzuleveln, uns ein wenig umzuschauen, uns die Spielmechanik anzugucken, uns damit vertraut zu machen. Und ja, das wird schon. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid vom Heuschnupfen verschont geblieben. Und ja, macht's gut. Also, bis zur ersten richtigen, spannenden Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss!